Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, diesmal wieder auf meinem Büro. Wir wollen uns heute mal die Reisekosten für die Schweiz angucken und feststellen, ob die Schweiz wirklich so teuer ist, wie alle sagen. Ich unterteile die Reisekosten wieder in 6 Kategorien. Die erste Kategorie sind Unterkünfte, die zweite Essen, die dritte Aktivitäten, vierte Transport, fünfte Einkäufe, Souvenirs und sechste Internet. Wir hatten die ganzen 6 Tage eine Unterkunft in Interlaken, die relativ schlicht gehalten war. Frühstück war mit inbegriffen, aber für das, was wir vorhatten, hat sie auf jeden Fall gereicht. Die Unterkunft hat uns für 6 Tage pro Person 341 Euro inklusive Frühstück gekostet. Weiter geht's mit Transportkosten. Wir sind mit dem eigenen Auto angereist und hatten daher nur Benzinkosten von 62,34 Euro. Wir hatten noch eine Schweizer Vignette vom Vorjahr, diese würde jetzt noch hinzukommen. Weiter geht es mit dem Punkt Verpflegung. Wir waren 3-mal im Restaurant essen, 2-mal im Schubrestaurant, das kann man sich so vorstellen wie ein Globus bei uns, und 1-mal haben wir uns selbst versorgt im Hotel. Hier sind wir auf Gesamtkosten von 114,94 Euro gekommen. Weiter geht es mit dem Punkt Aktivitäten. Hier sind drin unter anderem die Seilbahn auf die Berge, ein Schlittenverleih, den Schlittenpass für den ganzen Tag und alle anderen Eintritte, die wir sonst so besucht haben. Die Aktivitäten haben uns 295,72 Euro gekostet. Weiter geht es mit den Souvenirs. Wir haben Souvenirs für 23,63 gekauft. Und zu guter Letzt geht es ums Internet. Wir haben uns wieder eine eSIM geteilt mit 20 GB und deshalb haben wir 5,50 Euro pro Person bezahlt. Und so kommen wir auf einen Gesamtpreis von 640,89 Euro pro Person. Alle Preise waren wieder pro Person. Und hättet ihr gedacht, dass die Schweiz so teuer oder günstig ist, oder was habt ihr bezahlt? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Das war's auch mit dem kurzen Video heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet einen kleinen Einblick, was 6 Tage in der Schweiz kosten. Habt ihr mehr oder weniger bezahlt? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Und über ein Like und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.